and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego 2K Drive mit allen aus dem Team Pietspeed. Hallo. Hallo. Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir uns dazu entschieden, noch eine Folge zu machen. Und zwar werden wir wieder was bauen und danach gegeneinander fahren. Jeder von uns hat eine halbe Stunde Zeit, einen Rennwagen zu bauen in der Werkstatt. Und die grundlegende Idee dabei heute ist, dass man sagt, man baut irgendwas, was einen an die alten Lego-Teile erinnert, mit denen man früher gezockt hat. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch, wir haben dazu extra einen Community-Beitrag erstellt, da abstimmen, was ihr irgendwie am coolsten findet. Und dann werden wir damit noch gegeneinander fahren. Und das ist unser heutiger Plan. Let's go! Ich wünsche euch viel Spaß. Jo, Spaß. Finde das sehr schwer. Ich ehrlich gesagt wenig Lego hatte. So, ja, ich baue natürlich einen Rennwagen. Und was sollte es anders sein? Ein Ferrari F40. Das war nämlich mein erstes Lego-Bauteil, was ich, glaube ich, mit 6 oder 5 bekommen habe. Habe ich von meiner Cousine geschenkt bekommen. Und, also die war damals dann schon älter. Und ja, war. Er hat so ein Dschungelding. So eine zwei Türme, die verbunden sind durch eine Brücke. Die baue ich jetzt nach. Also ich habe leider, ehrlich gesagt, jetzt nicht sonderlich viel, ne? Aber das bauen wir jetzt hier einfach, so eine schöne Brücke. Ich habe mir überlegt, eigentlich mag ich weiße Haie und ich hätte gerne weißen Hai gemacht, aber damit habe ich nicht gespielt, denn da waren immer so feste Einteiler. Da ich aber Burgen hatte, werde ich was aus einer Burg bauen. Ich habe als Kind, hatte ich mein erstes Lego-Set, war ein Feuerwehrschiff. Das war echt ziemlich cool, was war ungefähr, also damals war es riesig für mich, ja, es war bestimmt, muss so groß gewesen sein, also größer als jetzt der Greenscreen zulässt. Es war gigantisch, ja, es war quasi so, wenn ich es in die Hand genommen habe, war es mindestens so groß wie ich. Und dieses Feuerwehrschiff hatte auch so Gewichte drin, dass man es ins Wasser stellen konnte, wenn es ausbalanciert war. Und ich werde natürlich kein Feuerwehrschiff bauen können auf Rädern, versuche trotzdem mich daran, dieses Feuerwehrschiff irgendwie nachzuahmen. Also es war rot, das ist wichtig. Und ich versuche, da in die Richtung zu gehen. Bei mir ist es so, dass ich früher, als ich klein war, fand ich ein Set sehr cool. Das hieß Aquazone. Und da ging es darum, wenn ich mich recht entsinne, dass die Guten gegen die Bösen unter Wasser Kristalle sammeln. Und da quasi versuchen, unter Wasser zu erforschen. Und da gab es die Bösen, die waren so schwarz-rot, würde ich sagen. Und da gab es die Guten, die waren so gelb-blau. Und ich wollte damals diese Unterwasserstadt haben und habe dafür gespart und gespart. Und dann bin ich mit meinem Geld zu dem kleinen Laden in Weeze gegangen, wo man das kaufen konnte. Und dann haben wir gesagt, das Geld reicht aber noch gar nicht. Du kannst jetzt entweder weitersparen oder du nimmst das hier. Und was ich dann stattdessen als Angeboten bekommen habe, ist so ein Unterwasserboot, mit dem man Kristalle sammeln kann. Das hatte so zwei Greifarme. Das habe ich mir jetzt hier gerade auch mal im zweiten Bildschirm aufgemacht. Das hatte so vorne so eine Klappe und hinten eine Klappe. Und das habe ich dann genommen. Und da habe ich noch sehr, sehr gute, schöne Erinnerungen dran, muss ich sagen. Farbe ist natürlich rot. Also ihr kennt bestimmt die alten Ferraris, oder? Ihr kennt die alten Ferraris, kennt ihr doch. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen reinkommen ins Bauen. Denn wir brauchen etwas, damit der vorne wieder richtig schön tief liegt. Brauchen wir, glaube ich, sowas. Oh, warte mal, da ist vorne. Okay. Erstmal checken, wo vorne und hinten ist. Ich mache den Turm aber hohl. Wobei, wir werden so oder so sehr schwer. Einfache Steine. Ich glaube, maximal 4. Der ist zu breit. Nee, ist er nicht. Gibt's aber wieder eine Brücke überhaupt? Kling, kling. Klung, klung. Weiß gar nicht, ob ihr das auch hattet. Das waren so... Nee, weil ich weiß ja gar nicht mehr, wie das hieß. Wie ging nochmal drehen? Ah. Du bist einen zu kurz. Oh, warte. Dann machen wir... Na, theoretisch können da einer rein, die anders gefärbt sind. Die wären etwas gräulicher. Ist halt eher unten breit als oben, würde ich sagen. Jetzt haben wir hier einfach so ein geiles Viereck. Sehr stark von mir. Und das zieht sich nach hinten schmal zu und vorne bleibt es breit. Jetzt ist nämlich die Frage, nee, können wir nicht. Ja, wir können immer noch nicht über die Reifen bauen, aber wir noch nicht hoch genug dafür sind. Ach so. Ja, nicht zu vergessen natürlich, ist der Sitz. So, haben wir 5er? Nee, wir haben nur 6er. Wie blöd ist das denn? Dann nehmen wir 3er und 2er. Das ist besser als einer. So. Hol mein Herz.
So, da ist die Brücke. So rum, ja. So, dass der nach vorne zeigt. Da können wir vorne eine Blende dran machen. Und können wir jetzt oben drauf? Können wir jetzt oben drauf noch so schräge Dinger machen? Geht nicht. Das ist alles zu hoch und so. So, und damit haben wir dann so die Außenreling. Das gleiche probieren wir jetzt hier auf der Seite auch nochmal. Okay, jetzt müssen wir vorne quasi irgendwie schaffen, das Ganze so ein bisschen zuzumachen. Dass das so etwas nach vorne läuft. Es war so ein Dschungel-Theme, war das. Das passt ja vielleicht dann halbwegs. So, erstmal eine Viererplatte davor. Dann machen wir... Ey, das sieht doch nicht aus wie ein Ferrari, Mann! Lecko funny! So. Wird das was? Ne, das wird gar nichts. Das wird gar nichts. Ja. Ja, die Waldfee. Eigentlich ist es das Teil hier. Aber so. So, das muss. Das muss hier hin. Tiefer. Hierhin muss das. Da muss das hin. Genau da muss das hin. Wie kriege ich das genau da hin? So. Okay. Da waren auch überall so Fallen und so ein Scheiß. Aber Fallen, das ist halt schwer dazu. Achso, warte mal. Jetzt muss ich eine flache Reihe machen. Irgendwie läuft das gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie die Bautechnik ist, ist doch vollkommen egal. Jetzt habe ich es raus. Jetzt habe ich es raus. Ja. Ja. Wieso kann ich das nicht da unten dran machen? Was? Man darf... Hä? Was habe ich denn da unten hin platziert? Was bist du denn? Aber ich kann ja wohl hier eine Platte dran machen, oder nicht? Hä? Warum kann ich das nicht bauen? Was ist denn das? Was ist das denn? Doch, wo soll ich das denn stecken? Hä? Wie geht das? Gucken wir mal, ob das darauf geht. Hä? How? Ah, das geht! Hä? Das ist echt bad, wenn du halt wirklich wenig Kontakte mit Lego hast. Aber weiß nicht, für mich ist das halt einfach auch Plastik. Eigentlich will ich so, dass es so spitz zuläuft. Aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Eigentlich wäre es quasi so, aber das müsste dann ja von unten... Wie mich das schon hier jetzt komplett verwirrt, Alter, einfach nur. Also, wenn ich den jetzt hier vorne drauf packe, das ist immer noch nicht so ganz genau das, was ich möchte, weil der Radkasten... Nee, das ist nicht das, was ich möchte. Nee. Einfach nee. Okay, dann holen wir uns einen Plattendreier und bang den hier unten drunter dran. So. Dann besorgen wir uns ein Aufbausteinchen. So. Nee, das geht auch nicht, weil das zu hoch ist. Ich raste aus. Das gibt hier alles nicht, so wie ich mir das vorstelle. Gott, Alter, das wird ja überhaupt nichts. Da drauf! Ja, ich möchte dich und dann da drauf. Ja! Okay, und dann machen wir das gleiche nochmal. Sieht das schon ähnlich aus? Ja, vielleicht so ein bisschen, ne? Scheiße, kann ich das Chassis... Kann ich das Chassis auch noch einfärben? Ja, kann ich auch. Okay. Ach du Kacke, sieht das doof aus. Ich komme mir so blöd vor gerade. Das ist schon witzig. So, guck mal, jetzt läuft das ja irgendwie so spitz dazu. Genauso will ich das haben. Gibt da eigentlich die Möglichkeit, eine kleine Sache da drauf zu machen? So was wie euer Penis? Also ich muss jetzt hier so drunter basteln. Damit wir hier so ein Gedöns haben.
Und wir können aber die hier auch anpassen. Farblich können wir die zumindest schwarz machen. Nice. Also das ist nicht vorne, das ist mir schon bewusst, aber das Ding konntest du halt in zwei Richtungen bewegen, deswegen passt das hier einigermaßen. Und auf der Vorderseite wäre dann eigentlich so ein Ding zum Aufklappen, wo du das wirklich reinsetzen kannst, das Püppchen. Was? Nee, hier oben. Ja, was soll das? Wieso passt du nicht da? Wenn ich das jetzt da drauf packen kann, dann wäre das ja komplett bescheuert. Ist das deren Ernst? Sieht ja voll scheiße aus. Lego ist komisch geworden in den letzten Jahren. Wie das so funktioniert, zurück. B, entfernen. Jetzt entfernen. Ich kann es nicht entfernen. Wie kann ich es entfernen? Delete. Delete. Delete, delete. Alter, da darf ich da nichts hinsetzen wegen den Reifen. Okay, ich verstehe. Alter, das ist aber auch alles schon eine Frummelsarbeit hier. Windschutzscheibe? Da gab es doch auch so gerade Dinger, ne? Ja, wobei, das ist, glaube ich, zu groß. Das würde ich als zu groß. Gibt es das in gerade auch nochmal in kleiner? 4-2? Ja, ich nehme das mal an. Ach nee, den kann ich ja gar nicht so drehen. Oh, ich hätte dich gerne falsch rum. Was ist das denn für ein Radkasten? Für welche Räder soll das denn bitte sein? Oh Gott, das ist ja riesig. Ist das? Nein, das ist auch riesig. Was habt denn ihr für Radkästen, Leute? Und der ist zu klein. Boah, das sieht überhaupt nicht aus wie ein Schiff. Nicht mal ansatzweise. Das sieht eher aus wie Arschloch, okay. Nicht sonderlich dschungellastig aus, aber jetzt sieht es eher so Minecraft-mäßig aus. So what? Sieht zwar überhaupt nicht aus wie das, was ich im Kopf habe, aber immerhin. Also, ich stelle mir das irgendwie alles hübscher vor. Ich finde das alles ganz schön hässlich, weil ich baue. Das sieht nicht mal ansatzweise so aus. Müsst ihr euch vorstellen, jetzt eigentlich wäre es so, dass dieses Schiff hier vorne so zusammen, also noch so ein bisschen so leicht nach vorne geht. Nur nicht so eine, auf so eine Spitze zu, sondern es war so und dann oben mit so einer flachen Kante dran. Und hinten, dann war in der Mitte so ein Hohlraum, hier so. Und hier hinten war dann quasi so eine Plattform, wo da so ein Kapitänshütchen drauf stand. Ja. Vielleicht soll ich es auch nochmal färben so langsam, ne? Also schwarz ist das Ding zum Beispiel. Nee, 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 nee. Abbruch, Abbruch. Ich würde sagen, das ist das richtige Gelb. Das ist eher so ein Orange. So, und jetzt da der Sitz ist eher so, boah, wie ist denn der Sitz? So dunkelgrau. Wahrscheinlich, das kann ich nicht sehen. Das Ding ist schwarz. Das ist komplett schwarz natürlich. So. Ganz wichtig, du bist durchsichtig. Und das ist aber nicht so ein schönes Blau. Ich meine, das geht in die richtige Richtung. Aber ich muss ja durchsichtig machen, ne? Was willst du machen? Das geht ja gar nicht anders. Windschutzscheibe ist hier so ein bisschen eckig. Die ist so ein bisschen breiter. Durchsichtig grau würde ich das machen. So. Ja, passt schon. Alter, sieht das doof aus. Lol, ich bin zu hoch. Ach, das ist doch ein Witz! Ach, komm schon! Das ist doch scheiße, Mann. Das ist doch richtig Kot. Bin nicht zufrieden. Okay, hinten versuche ich aber wenigstens nur einen Arsch zu basteln. So, warum passt das ja jetzt nicht? So, aber wie füge ich denn das da jetzt da rein? Das passt doch wahrscheinlich da gar nichts drauf, oder? Ist, wenn ich da so flachen Stein nehme. Oh doch. Nice. Ah, okay, immerhin. Warum passt das denn jetzt nicht? Ich spiel ficken. Warum passt das nicht? Weil im Weg steht? Warum passt das denn da nicht? Es ist doch überhaupt nicht im Weg. Hä? Macht ja gar keinen Sinn. Was? Nein!
Nein, 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 nein. So. Jetzt brauchen wir noch den kleinen. So, und dann haben wir sowas wie ein Fenster. Ja, was soll ich sagen? Also, das war alles nicht so. Die darf ich nicht bauen? Dein Scheiß Ernst? Ach komm, Alter. Ich darf nicht an die Reifen dran. Ich raste aus. Ja, dann können wir ja doch die 3x3 nehmen. Was? Ich darf da nicht hinbauen? Schmuh. Wirklich Schmuh. Den Vierer brauchen wir da. Vierer muss da rein. Oh, what, ey. Das sieht aber auch aus. Fuck, das ist die richtige Höhe. Das ist ja viel zu breit. Lol, so ist viel besser. So kann ich quasi eine Kuppel draus machen. Unos momentos, por favor. Naja, das geht schon fast zu weit hier so, ne? Ne, ist okay, ist okay, ist okay. Und du. Und von mir aus auch ihr beide. Ihr seid durchsichtig blau. Okay, wie viel kann ich davon aufeinander stellen? Geht das? Stimmt so hoch. Stark. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen. Da und dann. Genau, so ungefähr. Nur die waren in schwarz. Dann waren hier so 1-2 Blöcke drin. So ungefähr, damit das so ausbalanciert war. Und jetzt müsst ihr hier vorne dann auch so abschließen. Ganz ehrlich, das ist wirklich, ich gebe zu, das ist minus 1000% das, wie jemals ever das aussah, wie ich das gemacht habe. Jetzt haben wir es zumindest vom Design durchgängig. Sieht krass aus wie der Ferrari F40. Also, wow, würde ich direkt, Alter, direkt unterm Arsch wegkaufen. Der ist doch richtig, aber wieso hat der hier in dem Bild, das Bild stimmt nicht mit dem Stein überein. Gerade mal so auf. Ja, das ist natürlich doof. Und das fand ich cool. Das passt, glaube ich, ganz gut hier. Zu dem Ferrari machen wir die hier hin. Aber die machen wir in schwarz. Auf dem Bild sind die schwarz durchsichtig. Schwarz Metallic gefällt mir. Ja, das ist dann so ein bisschen. Nee, das sieht doof aus. Das sieht doof aus, wenn das nicht passt. Ich habe das Gefühl, ich wurde gefoolt. Also ich hatte es eigentlich richtig, aber eigentlich habe ich es falsch gemacht. Und wir brauchen ja auch noch Feintuning, wir brauchen noch ein Dach. Wir haben noch nicht alles. Da gebe ich ja zu. Passt das hier auch wieder nicht rein. Steht alles nicht mehr. Na immerhin. Und obendrauf kommt, das habe ich schon gesehen. Zurück zum Baumodus bitte. Kommt eine schwarze Finne. Die ist noch ganz schön groß, aber hey. Ja, nee, ist schon okay, ist schon okay. So, die hätte ich vielleicht vorher auch schwarz machen sollen, ne? Dumm-di-dumm-di-dumm. Schwarz. Schwarze Finne obendrauf. So, das ist das Höchste, was das hier wird. So, und hier hinten war das natürlich auch noch abgeschlossen. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit, aber das ist trotzdem alles ganz überdimensional belastend. Wieso passt das eigentlich hier, aber da nicht? Ach so, ja klar, weil das ungerade ist. Das ist natürlich jetzt auch 10 von 10 nice. Quasi so hinten so ein Schiffsrotor dran irgendwie. Da, ganz ehrlich, da kümmern wir uns jetzt noch drum. Das versuche ich noch hinzukriegen. Es ist sehr sensitiv, dieses Umstellen. Warum? Verstehe es nicht. Passt halt einfach da nicht dran. Warum nicht? Verstehe es nicht. Ja, dann ist mir halt auch egal. Dann halt nicht. Wenn das Spiel halt nicht will. Ich ihm auch nicht helfen. So, eigentlich hat er noch so Greifarme. Das wird schwierig zu realisieren, fürchte ich, weil dafür haben wir, glaube ich, nicht die entsprechenden Dinger. Das sind so Technikdinger, die man so ineinander stecken konnte. Und da sind sogar die Kristalle drauf, die immer gesucht haben, hier als Kategorie. Aber die kann man nicht auswählen. Die gibt es nur Blümchen und so ein Shit. In duplizieren, da rein. In, der war so silbern. War hinten so ein Ding dran, aber das sah nicht so aus. Wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen, dass das ja auch noch alles so richtig kompakt und zusammen war. Könnt ihr das Ding ja noch ein bisschen breiter machen. So. Das steht natürlich wieder im Weg, war ja klar. Ein Sechser. Oh, zwei Dreier nehmen. So ist das, ne? So.
Also wer keinen Sitz und kein Lenkrad hat, der braucht ja auch gar nicht bei dieser Competition mitmachen. Also das wäre ja schon Quatsch. Oh ja, so hätte ich mir meinen Ferrari damals vorgestellt. Awesome. Das war quasi so der vordere Bereich. Und dann war hinten auf dem Ding noch so eine Art Schornstein drauf. Und die waren so, boah, ich weiß auch nicht mehr, waren die auch so silbrig? Waren auf jeden Fall nicht so viele Farben dran, bin ich ja ehrlich. Das ist zu hoch. Das ist doch scheiße. Also ich würde aber trotzdem nicht damit gehen, dass der Spoiler höher sein darf als alles andere. Das fände ich, glaube ich, zu krass. Deshalb würde ich dazu tendieren, den kleineren Spoiler, also dieses kleinere Ding hier zu nehmen. Und vielleicht setzen wir einfach einen oben drauf. Dann wird es nochmal höher. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, 2, 3, 1er. Awesome. Was ein fetter Arsch. Ja, und dann gab es so eine Schiffsschraube. Hier links und rechts konnte man halt nicht laufen, sondern hier mit so einer Leiter runter und hier vorne mit einer Leiter hoch. Hier vorne war dann so eine Art Feuerwehrkajüte drauf. Und so eine Pistole. Ich glaube, die gebe ich. Gott. Nicht den, Alter. So, rot. Rot it is. For the rooftop. Nice. Boah, was ein geiler Ferrari F40. Meine Güte. Wie in meiner Kindheit habe ich den gezaubert. Eine Art Pistole, Feuerwehr, so ein Ding, wo da so einer dran stehen konnte. Das kann man sich bestimmt richtig geil mit so Teilen jetzt zusammenbauen. Oder für mich natürlich zu... Da, genau, mit so einem Teil. Also ungefähr auf jeden Fall. So. Und die waren dann auf so Plattformen. Einige Steine sind lose. Warum? Achso, Leute, da fehlt jetzt was. So und so. Da waren dann halt so zwei Wasserpistolen dran, muss man sich das vorstellen. So, aber die waren... Boah, ich weiß jetzt nicht mehr, was die waren. Voilà. Wahrscheinlich dann auch irgendwie so grau oder so. Und du warst dann wieder rot. Ah, cool. Cool. Warte mal, wieso habe ich denn hier weniger Platz schon wieder als da drüben? Eieiei. Kann Peter so ein Ding drehen oder nicht? So? Und wie geht das dann weiter? Womit kann man das dann... Was kann man da jetzt draufstecken nochmal? Genauso habe ich mir das vorgestellt. Pass auf, und die hatten, also nicht genauso, aber das ist jetzt mal gut gelaufen tatsächlich. Und die hatten so eine ganz wilde, durchsichtige Orangefarbe. Sieht aber gar nicht so orangemäßig aus, verdammte Scheiße. Aber gut, ist orange. Dann gelb, dann schwarz. Und dann die Greifer auch nochmal schwarz. Ja, so ungefähr. Also ist jetzt natürlich auf einer sehr kleinen Ebene. Aber vom Prinzip her ist das, was ich mir denke. Warum gehst du jetzt nach ganz oben? Du hast die Kapazität fast erreicht. Ja, fast. Liebes Spiel. Da hinten die Fläche ist natürlich auch glatt. Ja. Also ein Ferrari ist natürlich am Maximum windschnittig. Geil. Können wir noch machen. Mehr Blümchen da drauf hauen. Einfach mehr Blümchen. Kann ich die Farbe ändern? Nee, ne? Kann ich vielleicht glatte einfach verlängern? Also wenn ich so ein 4x1er nehme. Ach du Scheiße, sieht das doof aus. So einen nehmen. Ach du Kacke, das sieht ja ultra crap aus. Also es wird eigentlich nicht besser. Ich mache eigentlich nur Quatsch. Wie kriege ich denn jetzt hier diesen blöden Radkasten ausgeformt, ohne dass ich hier Dinge nehme, die ich nicht darf? Und dann, weil ich das gerade gesehen habe, da. Die Dinger, die gab es auch mehrfach. Ich glaube, die waren auch so. Und das waren so, so Hilfskanonen. Wasser.
Und da waren dann quasi so, diese Gewichte waren quasi dann so die Wassertanks. Und jetzt war noch so ein Bindfaden, der hier so dran war. Und den konnte man dann da hinlagen. Dann lag da quasi so ein Schlauch. Ah, das sah überhaupt nicht so aus. Wir brauchen Flossen sozusagen. Da drauf waren dann auch immer so kleine Propellerchen. Wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir hier sowas nicht haben. Ja, die sind auch viel zu groß. Die Propeller sind viel zu groß. Wir müssen einen anderen Akzent setzen. Vielleicht die Dinger, die sind auch ganz gut zum Akzente setzen. Kann ich das Ding jetzt auch da drauf setzen? Dann nochmal so eine Alge da drauf setzen. Es sind ja eigentlich Algen, aber ich benutze sie halt als so Dschungelbäumchen. Vielleicht eine andere Farbe. Vielleicht ein bisschen hell. Nur für die Variabilität. Dann nicht. Ja, also hübsch ist anders. Hinten verlängern sieht besser aus. Gibt es einen längeren, glatten? Gibt es nicht. Das ist schon mal doof. Das ist doch kacke. Kacke. Ja, okay. Und natürlich muss noch hier der Helikopter drauf. Damit ich auch fliegen kann. Warte mal. Das wäre so 10 von 10, wenn das da reingeht, ne? Rudet aber nicht. Ja. Ja, mehr ist mehr immer, ne? Ein paar Eier da versteckt. Oh. Das ist ein Einzelner, ne? Oh, insane! Ich habe die Lücke gefunden, die wir brauchen. Yes! Awesome. Awesome. Everything is awesome! Da 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 da. Everything is awesome! Irgendwie so ging das, ne? So, hinten ist besser geworden. Vorne gefällt mir immer noch nicht. Ich versuche da jetzt nochmal irgendwie... Ich meine, hier hinten müsste das ja auch noch irgendwie zu sein. Natürlich muss es theoretisch unter Wasser geschlossen sein. Also machen wir das so da dran. Hinten hui, vorne pfui, würde ich gerade mal so sagen. Können aber hier vorne... Können wir da noch unter die Ecke, damit es so ein bisschen aussieht wie ein Radkasten. Weil da haben wir ja auch so eine tolle Ecke. Die Brücke nur gerade. Ne, ist ja eigentlich nicht gerade. Muss man ja nicht, ne? Ne, ich bin aber fertig und reicht das jetzt ein. Ich nehme es. Würde ich sagen. Speichern. Okay. Das mehr habe ich jetzt in der Zeit nicht geschafft. Das muss mal reichen. Das ist der Gerät. So. Anpassen? Ne, eigentlich muss ich nichts mehr anpassen. Achso, da habe ich jetzt keine Zeit für gehabt. Eigentlich bin ich fertig. Neues Fahrzeug. Speicher that shit. Speichern. Vielleicht machen wir nur ein Zweier glatt. Ich habe ja auch nicht mehr so viel Zeit. Oder ein Dreier glatt. Dreier glatt. Der Vierer ist zu viel. Ja, Dreier glatt gefällt mir. So, fertig. Wie das Kostenlimit. Eben war das noch kein Problem. Das steht auch nicht bei, was das kostet. Zeit ist vorbei. Okay, das verstehe ich nicht. Nice! Okay, das ging noch. Wir sind jetzt in der offenen Welt. Hallo. Ja, alle zusammen. Hallo. Und treffen Hallo. Uns jetzt. Alter, was bist du denn, Bram, für ein geiles Gerät? Ein Feuerwehrschiff sollte das. Ich hatte früher so ein Feuerwehrschiff und hinten und. Also, das müsst ihr euch ein bisschen anders vorstellen. Also, die schwarzen Sachen waren die Wassertanks, die da drin waren. Da waren so echt extra Gewichte. Da war auch so Seil drum, was noch zu diesen Pöllern, zu diesen weißen Dingern geht. Ja, und vorne die Spitze, die Spitze zu machen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber ich habe immer hinten einen Ventilator drauf und die Kabine habe ich geschafft.
Oh, Lisa, du hattest echt auch diesen Aquanautenkram. Aquazone hieß das. Jo, das habe ich extra nochmal rausgesucht und gegoogelt. Ach, cool. Da hatte ich so ein Unterwasserboot, wo du so Kristalle mitsammeln konntest, sozusagen. Ja, die hatte ich auch. Und da habe ich noch versucht, die Greifarme vorne zu machen, die man bewegen konnte und so. Das war alles das tricky. Das ist richtig gut geworden. Aber das war mein Lieblingsbauset. Das war cool. Du bist eine Burg, Christian? Ja, pass auf. Zwischendurch beim Bauen ist mir irgendwann aufgefallen, ich hätte ihn gerne auch noch ein bisschen anders gemacht. Aber dann sagt das Spiel so, nee, du bist an der maximalen Höhe angekommen. Dann habe ich angefangen, Steine auszuwählen, habe die gelöscht, war alles weg. Oh nein. Aber kannst du zurücksetzen. Ja, dann habe ich zurückgesetzt. Dann habe ich habe gefunden, du kannst dir so einen Propeller dran machen. Den wollte ich da vorne draufsetzen. Das wäre aber zu teuer gewesen. Deswegen ist das ein fetter V12 geworden. Wobei, nee, warte mal. Eins, zwei, drei, ein V6 geworden. Ich dachte, Gesicht. Ja, und ist ein Gesicht. Fand ich nämlich auch ganz schön. Und der hat einen richtig schönen Sound. Ja, sehr schön. Nice. Und Sepp, was bist du? Ferrari. Ich bin mein erstes Lego-Teil, was ich jemals hatte als Kind. Das ist nämlich ein Ferrari F40. Das war das erste Lego-Teil, woran ich mich erinnern kann, was ich damals geschenkt bekommen habe, irgendwie mit 5 oder so. Und das habe ich. Das sieht auch gut aus. Das sieht so aus, als wäre das ein vordefiniertes Auto hier, dieses Smash. Game, Alter. Smash! Jetzt hast ich habe mir auch Mühe gegeben, aber die Räder grenzen die Radkästen doch ein. Also, schwierig. Findest du? Jay, was ist deins? Unter Wasser auch? Nee, ich hatte so ein Dschungelding. Das ist Dschungel oder so? Ah, das ist Dschungel! Dschungel. Ja, so zwei Türme, die mit so einer Hängebrücke verbunden wurden. Aber ich bin durchgegangen, ich glaube, ich hatte noch Star Wars, aber da kannst du hier nichts bauen für, finde ich. Rock Raiders hatte ich, glaube ich, da konntest du auch nichts für bauen, also blieb dann das. Aber wisst ihr, es gibt mittlerweile gibt's richtig crazy Indiana Jones Tempel, wo du richtig gefallen hast mit Mechanik und so. Das ist richtig crazy geworden. Das sieht ein bisschen so aus, Jay. Alter, was, ja, das Bauen war komplett umständlich und komisch. Also, kein Freund davon mehr, ehrlich gesagt. Okay. Ja, dann lass doch direkt hier das erste Rennen nehmen, ja, oder? Gerne. Let's go. Alter, ich bin auch so ein Panzer, ey. Ich bin auch nicht so beweglich, wie ich es gern hätte. Ja, maximales Gewicht, habe ich mir einfach gedacht. Ja, vor allen Dingen, aber ich habe das Gefühl, dass umso schwerer du bist, umso... Auch wenn du langsam bist, kannst du nicht richtig nach links und rechts lenken. Ja, genau. Das ist echt... Du kannst ja driften. Wie auf der Schiene einfach nur. Ja, wir können mit B gedrückt halten, überspringen. Ja, aber ich dachte, ich wollte mir das angucken. Guck mir das jetzt kannst du auch machen. Da will ich reinwämsen. Ich bin echt... Ich fühle mich ein bisschen klein in unseren Reihen. Scheiße, ich hab vergessen, was der richtige Boost war. Es gibt einen guten Start, oder was? Ja, gibt es. Aber oh ja, lenken ist nicht so geil. Aua. Oh, erstmal überholt! Ich muss schon neu eingesetzt werden. Okay, läuft. Oh, warte mal, ich nehme mir ein bisschen was mit. Oh, da ist ja eine Linkskurve. Rechtskurve meine ich natürlich. Aua! Mal rein, Junzen. Ja, okay, ich bin komplett zerstört. Scheiße. Respekt. Aua! Affenboden, ey. Immer drauf! I'm a spider! Let's go. Schüsse! Oh. Hier ist eine Abkürzung. Was? Ich bin aber völlig falsch gefahren! Ja, gute Abkürzung. Oh. musst du gut fahren, die Abkürzung. Nee, die war da bin ich weiter. Übelst falsch gefahren. Was war das denn jetzt? Hab ich das getroffen? Nice. Immer schön nach hinten schießen, Bram. Nee, schieß mal nach vorne. Ich bin ganz hinten. Oh, Christian! Ja, warte, ich schieß nach vorne. Nee, du sollst nach hinten schießen. Wie kann man denn nach hinten schießen? Ja. Also, wenn nach hinten drücken und hinten, die Schusstaste, aber geht nicht bei allen. Ah. Okay. Oh, die Häuser sind leider sehr... Stabil, ja. Autsch! Was ist das denn? Ja, jetzt reicht es doch mal langsam, Sepp. Kannst du mal abhauen? Hier. Was soll das denn jetzt? Ja, echt mal, in your ass. Jetzt hast du mir das Item geklaut, aber ich nehme die Abkürzung viel besser. Wo kam der da her? Falsche Richtung? Was? Viel besser. Wieso falsche Richtung? Ich habe auch falsche Richtung. Oh. Ja, ich bin letztes Mal Sepp hinterher gefahren, da war ein Fehler. Ich bin einfach jetzt Siebter. Ich bin auch hardcore am Arsch. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, ich bin Erster! Oh nein, man fährt immer falsch dann. Oh, du spawnst halt falsch. Hä? Ja,
Ja, ich muss ja da erstmal suchen. Hat sich die Strecke verändert? Nein. Hab ich auch nicht verstanden. Nee. Oh, das war jetzt bitter. Das war gut. Ich bin vorletzter. Also, ich hab die Abkürzung viel besser genommen als ich. Die Abkürzung war leider nicht mehr Teil des Games. Boah, ich bin, glaube ich, am Ende noch vor Sepp teleportiert. Mit dieser, hier gibt's diese Ding, wo du dich teleportieren kannst. Einfach richtig durchgelackt. Was, ich bin die ganze Zeit Erster und dann das. Du darfst halt nicht falsch abbiegen. Ja, genau. Ja, im Leben sowieso nicht. Ja, das auch nicht. Aber lass mal eine neue Welt spielen. Ja, gerne. Ja, da ist sehr. Na, spürt ihr es? Serpentinen-Spaß. Das Geheimnis für diese Strecke ist, zu driften wie ein Profi. Oh, jo. Aber guck mal, das ist wirklich wie bei Tokyo Drift. Ja. Eins zu eins ist ja auch kein No Difference. Ja. Ja. Wo musste man da jetzt nochmal Gas geben, Leute? Ah, bei zwei. Echter Trigger. Ja. So wie bei Mario Kart eigentlich, glaube ich. Okay. Habe ich das verkackt. Zwischen 1 und 2. War das wirklich so? Nee, nach 2. Nach 2. Ich glaube, ich habe zu früh. Ja, oh, ich hab's gemaked! Oh, richtig guter Tipp, Christian. Tipp. Ja, oh, jetzt rechts. Das sieht so geil aus, wenn da so ein fucking Turm durch die Gegend fährt. Neben dem vollkommen riesigen Feuerwehrauto. Feuerwehrschiff, ja. Erstmal weggeblödet. Feuerwehrschiff mache ich ja natürlich auch. Ja, ganz wichtig hier. Aber hier ist es ein Auto. Alter, der Ferrari F40, der delivert einfach. Wie trifft dich denn? Mit X. Kurz am bremsen. Controller X. Nee, also mit X machst du doch. Nicht, also du driftest eigentlich, wenn du ein bisschen anbremst, sozusagen. Genau, ja, mit X. L2 ist das bei mir. X ist sowas wie Leertaste. Also damit machst du so. Ach, keine Ahnung. Wenn das auch funktioniert, ist okay. Hey, was soll das denn jetzt? Ich hardcore einfach die Kurven abkürzen, das wäre so insane. Nicht immer. Teilweise weg, ja. Weg damit, sein Feuerwehrschiff! Das ist schon ein Unterschied, Peter. Ob ich jetzt L2 drücke oder Dreieck, ne? Quatsch, hier X. Das ist richtig. Ja, ist auch richtig. X ist ein bisschen härter. Der ist Handbremse halt. Will Prosper? Nee, lieber nicht. Wer ist denn da zurückgekommen? Will Prosper habe ich gerade richtig weggeflankt. Das war eine Abkürzung. Echt? Wohin denn? In das Leben. Wie weit weg ist Sepp? Ja das ist immer so. Wenn der Erste strong. Ein bisschen weg ist, der wird ja von nichts getroffen. Ja, ich habe den einen, der mir auf den Sack gegangen ist, habe ich einfach abgeknallt und dann, das ist halt das bessere Mario Kart, muss man einfach so sagen. 10 von 10, nein. Weil du halt schlecht bist. Oh Jay, ich fliege immer noch. Jetzt bin ich zurückgesetzt worden. Wenn Mario Kart mehr Spaß macht. Scheiße, ich bin down. Du musst ja nicht mitfahren, Jay. Fahr ja auch nicht mehr bei Mario Kart mit. Ja. Hä, wofür habe ich mich denn jetzt gedreht? Was war das denn jetzt? Da gehört zur ist Map. Shit auf dem Boden. Arsch. Lol, Chris hat sich einfach vor mich teleportiert. Hallo. Was hat da oben eine Abkürzung? Ja, ich bin ein bisschen viel abgeschossen worden. Ich glaube, da ist eine Abkürzung, ich fahr da rum. Aber dann bist du nachher wieder letzter, Peter. Nee, war super. Tja, jetzt hätte ich gerne. Aua! Ah, guck mal, Sepp abgeschossen. Aber hat mir nichts gebracht. Weil ich bin weggemacht worden. Alter, was ist denn hier? Alter, das Schiff. Wie ihr da alles Gas zusammen geben. Seid, Alter, was ist das denn jetzt? Meine Reifen sind kaputt. Jay, jetzt geist einfach uns, unter uns, in uns durch. Einfach durch. Das gibt's nicht. Da fährt die Dschungelwelt, Junge. Da, lol. Hat er gerade ein Schutzschild gezündet? Ich hab kein Schutzschild. Keine Ahnung. Aua! Oh, Christian, als ob du mich jetzt... Du hast mich getötet. Aua. Ich bin jetzt letzter. Mm. Nee, du bist belastend, mir wenn man die ist ja wie Mario Kart. Das gibt's nicht. Ja, erster war ja gar kein Problem. Ja, das zweite war ja gar kein Problem. Noch, ja, das kann nicht wahr sein. Der Teleport hat mich von 8 auf 2 gebracht. Ja. Und dann boost er mich einfach in das Wasser. Sepp, sechster. Weil das ja, ich hab auch echt gekämpft. Sepp war halt auch nicht drin. Mehr war einfach nicht drin. Mehr war halt nicht. Wenn du auf die Zeit guckst, wir waren echt nah beieinander. Also... Ja, stimmt. Ich glaube, das hat halt wirklich... Wenn Dalu mitfährt, ist da mal so 30 Sekunden zwischen. Okay, wir haben unsere Kindheits-Lego-Sets versucht nachzubauen. Die sind wir jetzt ein bisschen durch die Gegend gefahren. Ich würde sagen, Christian hat damit quasi entschieden, dass er das beste Auto gebaut hat. Ist ja, mit ist Abstand. Ja wohl klar. Ja. Finde ich auch.
Wie seht ihr das? Gerne beim Community-Beitrag abstimmen. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ihr seht das. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.